Hallo, ich bin Dina Kalfin. Wir bieten Ihnen einen nächsten Video-Digest zum Skyway-Projekt. Wir senden diese Ausgabe wie bisher vom Homeoffice aus, damit Sie aktuelle Ereignisse von Skyway im Auge behalten. Heute geht es um Folgendes. Zu dem Menü Werkzeuge des Partners haben wir eine neue Landingpage hinzugefügt über die ökologischen Vorteile von Skyway. Es ist ein neues Video erschienen über die Abteilung BIM Technologien bei der Entwicklergesellschaft Skyway. Anatoly Junitsky informiert über die Skyway-Vorzüge in einem Interview für die Zeitung Vechernya Moskwa. Jetzt im Einzelnen. Im SWC-Benutzerkonto finden sich weitere neue Werkzeuge für die Partner. Dieses Mal kam eine neue Landingpage dazu. Es geht um den Skyway-Verkehr und die Ökologie. Wir beschreiben, wie der herkömmliche Verkehr die Natur belastet und zeigen, wie die Skyway-Technologie die Umweltprobleme der Welt lösen kann. Diese Landingpage hilft Ihnen, die Vorteile von Skyway im Blick auf die Ökologie unter verschiedenen Winkeln zu betrachten. Wie der Elektroantrieb Emissionen mindert, wie die schienengebundene Seiltrasse zur Erhaltung der Natur beiträgt und Verkehrsunfälle mit Tieren auf den Straßen reduziert. Die Antworten auf diese und weitere Fragen finden sich in dieser Landingpage. Um die Fortschritte des Projekts zu verdeutlichen, haben wir Informationen über die Entwicklung von Skyway in Belarus und den Vereinigten Arabischen Emiraten hinzugefügt. In diesen Ländern gibt es bereits erste Tests für den umweltfreundlichen schienengebundenen Seilverkehr. Sie finden die Landingpage über den Link in der Beschreibung. Wir machen Sie weiterhin mit den Abteilungen der Entwicklergesellschaft Skyway bekannt. Heute berichten wir von der Arbeit der Abteilung für BIM-Technologien. Die Mitarbeiter dieser Abteilung verwenden einen modernen Ansatz für den Bau auf der Grundlage eines Informationsmodells des Gebäudes. Darauf ist der Name Building Information Modeling oder BIM zurückzuführen. Alexander Dmitriev, Leiter der Abteilung, betont, dass BIM es ermöglicht, dreidimensionale Modelle von Gebäuden zu erstellen. Dabei enthält jedes Element die zusätzlichen Informationen, zum Beispiel eine Projektzeichnung. Solche Modelle helfen, Zeit bei der Gestaltung von Zeichnungen zu sparen und sich mehr mit der detaillierten Bearbeitung spezifischer technischer Lösungen zu beschäftigen. Das vollständige Interview mit Alexander Dmitriev über die Arbeit der Abteilung BIM-Technologien findet man in der Beschreibung unter dem Video. Auf der Webseite der Zeitung Vechernya Moskwa erschien ein Interview mit Anatoly Junitsky, dem Chefkonstrukteur von Junitsky String Technologies Company. Der Autor der Skyway-Technologie beantwortet Fragen zu den Vorteilen des schienengebundenen Seilverkehrs gegenüber einer Magnetschwebebahn und den Perspektiven des Skyway-Projekts. Anatoly Junitsky betonte dabei vor allem die Aerodynamik des schienengebundenen Seilverkehrs. Laut dem Konstrukteur kann das Projekt eines der Hauptprobleme moderner Autos vermeiden, den Bodeneffekt. Der Bodeneffekt steht für eine Verwirbelung der Luft zwischen dem Auto und der Straße. Man vermeidet dies, indem man den Verkehr vom Boden löst, wie es die Entwickler der Skyway-Technologie vorschlagen. Am Ende des Interviews sagte Anatoly Junitsky, dass die schienengebundene Seiltechnologie zukünftig in der Lage sein wird, Städte zu einem einheitlichen Netzwerk zu verbinden. Das macht diesen Verkehr auch in schwer zugänglichen Regionen möglich, die man bisher nicht erreichen kann. Wir haben eine kurze Zusammenfassung der Hauptthemen dieses Interviews vorbereitet, die man über den Link in der Beschreibung unter dem Video findet. Das waren die Nachrichten von heute. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die nächsten Ausgaben nicht zu verpassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen!